Was geht ab, meine Osi-Fighters? Sarion, heute machen wir die Planet Namek-Saga-Mission aus dem neuen Event oder vom neuen Event. Ich begrüße euch recht herzlich zum Video. Ich selbst habe keinen eigenen Freezer, nehme ihn aber als Friend, denn Freezer ist ein Planet Namek-Saga-Leader. Mein eigener Leader ist Namek Goku, denn er ist ebenso ein Planet Namek-Saga-Leader. Und ich habe mein Team folgendermaßen aufgebaut. Wie gesagt, Superclass-Charaktere machen die Hälfte des Schadens, deswegen habe ich hier halt, so gut es geht, viele Planet Namek-Saga Freezer tatsächlich mitgenommen. Ich habe viele Free-to-Play-Charaktere da. Den Int kann ich auf jeden Fall empfehlen. Der Int Freezer ist die Sache, Leute. Er droppt aus Stage 1. Das ist das hier. Stage 1 des Full-Power-Freezer-Events. Also Oldschool auf Stage 1. Okay, da könnt ihr ihn farmen. Da könnt ihr ihn Dokken awaken. Ich meine aus den Stage 2-Medaillen. Ihr könnt immer nachgucken, wo ihr, by the way, hier das braucht. Dann könnt ihr da hin. Und, dann braucht ihr hier noch an der Stelle von... Ja, da könnt ihr weiterhin Dokkan Awaken, sag ich mal. Also der hat zwei Dokkan Awakens, genau. Weil ich wurde heute schon gefragt. Und er hat einen Extreme Z Awaken. Tut den Extreme Z Awaken, weil... Wie war das bei denen? Helf mir mal kurz auf die Sprünge. Der hat doch eine Damage... Er hat einen garantierten Guard, wenn man gegen Goku kämpft. War das nicht so? Und er bekommt noch was. Der bekommt noch irgendwas, Leute. Da wisst ihr, glaube ich, gerade mehr Bescheid. Gebt mal Bescheid, bitte. Gegen Goku Family, sorry, Goku Family. Gegen Goku Family Guard und 50% Damage Reduction, so war das. War es 50%, echt? Guard und Reduction, okay, stark. Gegen Goku Fam, okay, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Stellen Sie sich vor, ab Version Z werden die Animationen von Isaychas erneuert, das ist schon crazy. Ich habe gerade GTLG Space Shielding Warrior mit LF Full Power Freezer gemacht, der hat dieses Event einfach ausgelacht. Und am Ende Excel gegen Full Power Goku 8,5 Millionen Crit. Freezer ist richtig gut. Also, du hast Spawn Enemies und Full Power kombiniert, also dein Team 1 zu 1 und ist auch geschafft. Danke dir, Mann. Kein Thema, man freut mich. Guard gegen Pure Saints und Goku Damage Reduction, wenn er Guard. Echt, so war das? Warte mal, ich muss auch kurz. Ich schau mal kurz nach. Ich bin jetzt auch kurz. Ah, da hat Laser hingeschrieben. Also, Dankeschön. Attack und Defense 100% hat er. Guard gegen jeden Angriff, gibt jeden verbündeten Keep und Attack nach 20%, wenn er gegen Goku Fam kämpft und hat eine Damage Reduction von 50%, wenn sein Guard aktiv ist. Genau so war das. Perfekt, Laser, dankeschön. So, wieso habe ich hier Nail und Piccolo dabei? Wenn ein Piccolo im Team ist, hat Nail in Abhängigkeit von seiner HP 10 bis 77% Damage Reduction. Je weniger, desto höher ist seine Damage Reduction und er kann Angriff und Verteidigung stacken. Und Piccolo ist der Free-to-Play-Piccolo, der heilt sich an Rainbow Orbs hoch, aber den tue ich auf jeden Fall die ganze Zeit rein raussortieren. Hab Goku im Sing gezogen, weil ich einen Sing zusammen. Genau. Ob Version Z zeitgleich kommt oder Quisi, weiß ich gar nicht. Gute Frage, ich weiß nicht. Ja, Agel Piccolo kann auf jeden Fall weggebombt werden. Ich muss da gucken, dort, wenn er in der Stage reinkommt und gut Schaden bekommen würde, aktiviere ich ein Item dann im Prinzip, genau. So, gegen Goku Fam, das heißt, ich gehe nicht nach links, sondern ich gehe nach rechts, weil da ist ein Gohan, wegen den Int Freezer. Genau, und Int Freezer stackt doch auch Angriff, oder nicht? Ja, und senkt auch Angriff, okay, pass mal auf. Easy A Prime Battle Freezer, Leute. Ich flehe euch an, unterschätzt diesen Boy nicht. Der ist krass, der ist richtig gut. Okay, wir gehen mal auf den. Der macht so oder so AOE. Und wir gehen mal auf Gohan komplett, let's go. Ja, der senkt auch Angriff, okay, nice. Mit Nen als Partner hat er trotzdem 3,6 Millionen. Wen meinst du, was meinst du? Wie findest du das neue Event? Die Idee finde ich echt cool. Also, ich finde das Event nicht langweilig. Vorhin hat auch jemand gemeint, du musst da nicht stupide stacken, sein vor, bla bla bla, sondern ich finde es irgendwie erfrischend. Ist so eine Kombi, ne? Gepaart mit Missionen. Ich habe zum Beispiel vorhin zwei Missionen auf einmal gemacht. Könnte es eventuell schon schwierig werden. So ist es nicht. Aber an sich ist das Event machbar. Okay? Auf jeden Fall ist es machbar. Also, es gibt. Es gibt schwierige Events. Schwierigere Events. So, by the way, Nail und Namek Goku könnte man spielen. Schocken Speed und Fierce Battle zumindest.
Ich lasse sie jetzt mal in einer Rotation, weil im letzten Kampf kann Nele Angriff und Verteidigung senken. Namekgo kann Verteidigung senken, wenn er sich transformiert. Deswegen lass sie mal zusammen und irgendwann trenne ich sie dann. Ab Version Z wünsche ich mir Skip-Tickets, um Dokkamel schnell zu bekommen. Ganz ehrlich, Kaido, das wünsche ich mir auch tatsächlich. Ohne Spaß. Und wenn das Links-Level kommt, gehe ich mit Argelgoan rein. Moment. Ich kann die beiden eigentlich mal zusammen lassen, so. Ich gebe die Rainbow Orbs mal Piccolo, der hält sich auch an Rainbow Orbs hoch, oder nicht? Oh. Erst nach der Transformation hält er sich an Rainbow Orbs hoch, kann das sein? Na gut. Okay, let's go. Wo war ich stehen geblieben? Weil ich seit 20 Events nicht Karma mehr auf Level 10 bekommen. Sonst alles 10, das ist so hart. Mein Super Vegeta fehlt auch ein Link-Skill. Und einer ist nur noch auf 9. Das ist so witzig. Sein Spread ist so witzig. Okay, ja, hier müsste ich rausrotieren. Uff. Nail hat. Ah, ich kann es so machen. Perfekt, passt doch. Nail macht zwar keine Super Attack, aber der hat jetzt eine crazy Damage Reduction, weil der HP gering ist. Und der hat auch gut Defense, weil ich habe Ikarus doch aktiv. Und Lord Freezer da hinten kann auch mal angreifen. Okay. T-Pose Vegeta. Wäre es möglich, dass die Active Skills so funktionieren wie von. Ja. Die Active Skills sollten genauso funktionieren wie die Blue Fusions von Goku und Freezer. Was heißt das? Das heißt, wenn du den Active Skill von Goku und Freezer auf Slot 2 oder 3 aktivierst, sollten sie für diese Runde die Pässe von diesem Slot bekommen. Das heißt, ihr Angriff sollte hochgehen. Beziehungsweise bei Goku geht Angriff hoch, bei Freezer auch Fragezeichen. Ich muss noch mal ganz genau nachgucken. Aber worauf man im Prinzip hinaus will, ist, dass sie dadurch potenziell bis zu vier Super Attacks machen könnten. Aber das Ding bei der ganzen Sache ist, du kannst die Axis so oder so nur aktivieren, wenn die HP 30% drunter ist vom Gegner und der ist einfach ein One-Shot. Also, das müsste man mal probieren. Okay, das müsste man probieren. Bei einem Gegner, wo man solche Typen-Nachteile hätte, beispielsweise wenn du das mit dem Ink Goku gegen den Vegeta physisch Blue probierst im LG-Event und der dann das überlebt halt, wenn er 30% drunter ist. So ein 55% Links Level 1 Goku, wo kaum gesackt hat, würde vielleicht dann wenig Schaden machen, dass er das überlebt, dieser Vegeta. Oh, warte mal, bin ich down? Nee, oder? Nee. Bei Goku ist die Sache, Goku bekommt doch wie viel Prozent? Auf Slot 2 oder 3 zusätzlich? 59, 50%. Aber bei Goku sollte man dann auf den Radar direkt einen Unterschied sehen, dass sich auch aktiviert hat. Also du müsstest gar nicht quasi darauf spielen, dass sich, sag du es mir, dass du 59, okay, dass du diese vier Super-Attacks sehen willst und dann deine Bestätigung hast. Eigentlich sollte sich beim Radar was ändern. Geht das nicht gegen mehrere Gegner, wenn dann eine unter 30% ist, dann. Nee, das muss ein Gegner sein. Und. Ah, bei Goku geht das gar nicht gegen den Vegeta, weil Goku muss Extreme Class angreifen, Gegner. Und bei Freezer andersherum. Das Ding ist, ich würde jetzt sagen, mit Freezer könntest du es testen. Mit Freezer könnte man es testen. Nicht gegen, ja, gegen Full Power GT Goku vielleicht, aber bis dahin hat er so viel gestackt und bis dahin tut er wahrscheinlich schon. Also er crittet ja so oder so gegen Goku. Man könnte es sicherlich mal hier mal da testen, aber es wäre ein Szenario, welches, wo schon vieles stimmen müsste. Genau. Vegeta ist die Extreme. Richtig, weil ich konnte ja auch nicht den Link-Skill, den Axel von Full Power Freeze aktivieren zum Beispiel. Ayo, bin lost, wo kann ich den in Freezer farmen? Vom Dokkan-Event von Full Power Freezer auf Stage 1. Das ist so ein richtiger Oldschool Freezer. Wird der Excel auf Slot 2 verstärkt? Goku bekommt zum Beispiel 49% Angriff. Auf dem Slot 2 bekommt der Excel auch den. Ja, genau. Das meine ich damit. Und bei. Deswegen sollte man bei Goku das dann sehen. Wenn du ihn auf Slot 2 stellst und der Gegner überlebt. Dann sollte sich zum Beispiel bei Nashit jetzt 209.000 haben. Dann sollte es beim Goku nach dem Excel eigentlich hochgehen, sein Angriff. Genau, so habe ich es auch verstanden.
Alter, ich hab. Oh mein Gott, ich hab. Ich kann Namekoko nicht nach. Weh, Alter, der tut. Der wird mich super attacken. Ich sehe schon kommen. Soll ich es riskieren? Ah! 3, 2. Ah, okay, alles gut. Mach mal den Goeta-Move. FIFA Goeta oder was? Moin Moin, was gab? Goku ist mit Ihnen so gestraft, das ist nicht normal. Bekommt man die Tage noch viele Stones? Ja. Sicherlich, ja. Okay, ich muss gucken, dass sich Namekoko irgendwann demnächst transformiert, dass er anfängt auch zu stacken. So, ja, genau, der Freeze, wie gesagt, wenn man gegen Goku-Fam kämpft, hat er einen Guard. Und wenn er seinen Guard aktiviert hat, eine 50%ige Damage-Reduction. Also, der ist echt gut in diesem Event. So. Ports. Ja, okay, ich habe Ikros aktiv, deswegen hat er so viel Defense. Freezer. Bei dem Free-to-Play-Piccolo da hinten wäre es an sich nicht schlecht, wenn er Super Deck, wenn du ihn raussortierst, weil er da verteilt, seine Verteidigung erhöht. 5-1. Der Friend Freezer hat einen Dupe. Finde ich das Event bei Story, du musst Schlüssel benutzen. Das Dokkan-Event. Dokkan-Event von Full Power Freezer ist online. Das ist gerade täglich online wegen dem LR Full Power Freezer und weil dann eine neue Stage hinzukam. Das ist das Dokkan-Event von dem Full Power Freezer, die Stage 1 davon. Das ist bei Challenge. Bei dem Tab Challenge. Denkst du, wir noch mehr krasse Content bekommen? Ja, wir bekommen jetzt zum Beispiel bei dem hier noch mehrere Stages. Okay. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass. Ich habe schon gesumpt für Freezer Big Mac. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass. Dass jetzt die verschiedenen Sagen auch noch behandelt werden in diesem Event. Oh, Namekoko muss sich transformieren, Mann. Zum Beispiel, dass da noch Buu-Saga kommt, unseren Fort Zell-Saga. Dann sollten wir noch so bis zu 6 Stages bekommen. Wenn pro Saga 2 Stages bekommen, so mit Missionen. Da bekommen wir noch Extreme Z Battle von einem neuen Goku, was wir wissen. Wir sollen eigentlich noch die Daily Stage bekommen, wo wir Stones bekommen über eine gewisse Zeit. Wir werden noch Linkskill Stage bekommen, zum Beispiel. Genau, bin mit dem Team bei Nay schon weg, lol. Wie soll ich mein physisch gegen Goku GT mit einem Dupe skillen? Crit und Rest Edition Attack. Kriegt man morgen wieder Stones wie heute? Kommt drauf an, wenn morgen Platz 1 Stones auf Global verteilt werden, dann schon. Wenn nicht, dann nicht. Ezera sind auch immer online während Acceleration, nice. Xari, kein Thema, Mann. Gerne, danke schön. Der Free-to-Play-Freezer ist echt gut. Kann ich jedem empfehlen, ihn zu farmen. Wer linkt es eigentlich besser mit dem? Okay, der hat aber kein BBB. Guck mal, was Big Bad Boss ausmacht. Freezer 173.000 Defense. Big Bad Bosses 216.000. Ja, heiliger. Mein lieber Scholli. Keine neuen ESBR. Bis jetzt wurde nichts angekündigt bezüglich ESBR. Ja, dachte, Event bekommt vorerst nur 2 Stages. Ich bin mir auch ziemlich unsicher. Das Ding ist, ich hoffe nicht, weil. Wenn zu Part 1. Okay, wenn zu Part 2 dann Stage 2 kommt und es das war, dann wäre es schon traurig. Weil auf dem Bild sehen wir Kid Buu, Cell und so. Die ganzen Gegner. Wisst ihr, was ich meine? Ja, aber du hast recht. Es kann halt echt nur sein, dass vielleicht auch nur 2 Stages sind. Aus der Perspektive Extreme Class gegen Super Class und andersherum. Das wäre aber schade. Also, das ist ja echt schade. Weil ich dachte eigentlich, dass es wieder das God-Event ist. Guck mal, das ist so witzig! Der einfach Hand auf Nail, komm mal ran, mein Freund. Boah, endlich, ey. Oh je, Tech. Ja, gut. Guck, das ist jetzt so eine Sache. Hier muss ich auf jeden Fall ein Item aktivieren, weil der Piccolo da hinten, der bekommt auch Small. Jetzt habe ich nächste Runde. Mach mal hier. Whis 2 Runden. Ich hätte nicht Whis machen sollen. Ah, wieso habe ich Whis gemacht? Ich hätte mir Whis aufheben sollen für 2 Runden. Ich hätte mir Whis aufheben sollen für den Int. Aber der. Ja, okay, egal, guck mal. Der LF Freezer hat nur SC10. Welcher? Der Friend laber nicht. Nein, oder? Welcher?
Meiner? Warte, hat mein Prime Battle Freeze so ein SE10? Deiner? Ist es überhaupt deiner? Warte. Wenn ich hier die ganze Zeit mit einem SE10 Freezer spiele. Alter, Junge, du hast. ADF? ADF einfach! Wie lange kennen die sich eigentlich? Boah, auch gut. Wo ist das Prime Battle Event für den Goku seine Essay Farm? Das müsste online sein, das ist das Prime Battle Goku Event, Stage 4. Wie kann man sich Charaktere für das IZ Area von Trunks holen? Das sind die Story Event Charaktere, gell? Die musst du aus dem Story Event farmen. So. Ah, wir haben noch eine Phase, stimmt. Okay, die müssen noch weiter stacken, ja. Arme Goku, stacken. Nehmen Sie die Stacks an. Okay. Grüß Gott, Ramadan, was gab, alles fit? Ist immer so geil, wie die Kugel immer bei Freezer größer wird. Freezer ist 18 Key. Ich sag's immer und immer wieder und ich werde es wahrscheinlich auch oft sagen, die ist richtig gut. Weißt was mal Quality of Life wäre, wenn im Barbershop Platin-Chats kommen? Ja, Mann. Ah, gegen ein paar Währungen hat's das? Sidon in Lila hat 5 und Zap, was gehabt, mein Boy, angenommen, mitgenommen, definitiv. Dankeschön. Ja. Damals war es mit dem History Event auch so, erst gab es zwei Stages, wo Stage 1 gegen Superclass ist und in Stage 2 andersherum. Denke, es wird mit dem Event auch so sein, dass erstmal zwei Stages gehen wird und später neu dazukommen. Gut, wenn die jetzt wie das Infinity Rainbow History machen werden, dann gebe ich dir recht. Aber ich würde das schon schade finden, Mann. Weil ich habe mich auf das Event gefreut, als wäre es wie das God Event, aber es wäre nur meine Annahme. Ich dachte, es ist wie das God Event so. Oh man, das wäre schon schade. Sind sie nächste Woche on oder out of order? Unter der Woche bin ich online, ja. 35-30% Elderkeits gerade verschwendet für Freezer. Ach so, so meinst du, der ist immer noch auf SC10 oder was? Gute Nacht, Kaido. Hau rein, Mann. Hä? Wer hat so viel Schaden bekommen? HDF? Ey, der Freezer, der Strength. Uff, okay. Okay. So. Let's go. Dokkan fesselt Blue Goku aus dem Kampf mit Hito, wo er ihn auf sich 7-2. Wo er ihn auf sich selbst angehetzt hat, Revival K.O., wo er sein Keyblast im schießt und der Revive stärker ist. Ja, das ist auch geil, so wie Lance, der Revive Goku meinst du, ja? Oh, 5-7 mit der 12 Key! Oh mein Gott, und er tut einfach garantiert Kritten gegen Goku. Das ist doch nicht dein Ernst.
Der Verni. Er hat ihn fast im Alleingang rausgeholt. Was? Was? Oh oh. Jetzt nimmt er mich im Alleingang. Nein! Zeig ihm ja ab. Oh, du war auch Katasse! Komm ran, Junge, ich breche deine Nase, Alter. Was denkst du, wer du bist? Ja! Bam, Alter. Jetzt geht's rund. Piu! AG Freeze von einem anderen Stern. Der ist. Der ist ja mal crazy gut. Was haben die mit dem gemacht, ey? Unglaublich. Krass. Mojan, sowas hat mich grüßt, sich Platz 1 Preise. Sieht gut aus. Viele Länder haben Platz 1 erreicht. Wann sie verteilt werden, sehen wir die Tage dann. Gucken wir mal. Junge, finish ihn noch. Son Phonix, die macht für einen 19. Sub. Was gab man? Ich weiß, würde so ein Item aktivieren, deswegen habe ich nach links gestellt. Let's go. Okay, Boys and Girls. So viel dann zu der Planet Namek Saga Mission. Mit dem Team hätten wir es geschafft. GG. Der hätte das mit dem Rage Bonus beendet, das wäre so cool gewesen, aber nein. Jedenfalls, ich bedanke mich fürs Zusehen, Leute von heute. Zeig euch kurz, dass wir die Mission geschafft haben. Und ja, nice. Ja, jetzt, jemand von euch hatte schon recht, dass die anderen noch in Zukunft kommen könnten. Aber ich würde es schade finden, Mann. Weil ich habe mich schon gewundert, wieso die nur eins rausgehauen haben und nicht zwei oder so, so wie die God-Events. Naja. Aber schauen wir mal, vielleicht. Ne, warte mal! Die God-Events. God-Events? Da kam. God-Events kamen drei auf einmal raus, richtig? Jede Woche drei. War das so? Ja, jede Woche drei Stages, oder? Naja. Vier auf einmal sogar. Ne, vier war es über. Ah, zu jedem Part vier. Zu jedem Part kam vier, so war das, ne? Deswegen hat es mich gewundert. Wären zum Beispiel jetzt zu Part 1 2 gekommen, dann würde ich sagen, okay, Part 3 kommt nochmal 2. Ah, ich weiß nicht. Gucken wir mal, Freunde. Jedenfalls, vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Peace.